PSG-Ultras drohen Dusan Vlahovic. Eine Gruppe Paris-Ultras versammelte sich am Wochenende vor dem Stadion mit einem Banner. Die Aufschrift: Wenn du kommst, werden wir dir alle drei Finger abschneiden. Hintergrund der Aktion sei eine politische Geste Vlahovics. Der serbische Stürmer jubelte im Kreise der Nationalmannschaft mit einem Handzeichen, das symbolisch für den Sieg Serbiens über den Kosovo stehen sollte. Dafür nutzte er Daumen, Zeige und Mittelfinger. Ein Wechsel Vlahovic zu PSG steht laut französischen Medien kurz bevor. Der 23-Jährige und der Verein sollen sich über einen 5-Jahres-Vertrag bereits einig sein. Jetzt muss man nur noch mit Juventus Turin auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Vlahovic war 2022 für stolze 81,6 Millionen Euro zur alten Dame gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis 2025. Ob er sich nach dieser Aktion der Ultras noch nach Paris traut?